Wenn du als Freelancer auf Fiverr unterwegs bist, dann hast du ein Problem. Und zwar mit deinen Rechnungen und deiner Buchhaltung. Und das Ganze ist dir vielleicht auch gar nicht so bewusst. Aber tatsächlich gibt es bei Fiverr ein großes Problem mit der Steuerabrechnung. Wenn du als Freelancer auf solchen Plattformen wie zum Beispiel Fiverr aktiv bist, ist relativ klar, du bist selbstständig. Und Selbstständigkeit bedeutet in Deutschland auch, du bist steuerpflichtig. Und du musst auf deine Einkünfte Einkommensteuer zahlen, meistens auch Gewerbesteuer bezahlen und in der Regel hast du auch irgendwas mit der Umsatzsteuer zu tun. Und da stellt sich natürlich die Frage, musst du auf die Auszahlungen, die du von Fiverr bekommst, Umsatzsteuer zahlen? Die Frage klingt erstmal relativ banal und jemand, der sich in Deutschland so ein bisschen mit Selbstständigkeit und dem Steuerrecht auskennt, würde sagen, ja klar musst du Umsatzsteuer zahlen. Immer dann, wenn dein Kunde aus Deutschland kommt, dann musst du Umsatzsteuer bezahlen. Jetzt kommen wir zu dem Problem, du weißt gar nicht, wer dein Kunde auf Fiverr ist und es ist tatsächlich auch dir untersagt, herauszufinden, wer dieser Kunde ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie stelle ich denn jetzt vernünftig meine Rechnungen, wenn ich gar nicht weiß, wer mein Kunde ist? Und genau diese Problematik, die du als deutscher Freelancer auf der Plattform Fiverr hast, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und versuchen mal ein bisschen die Lösung zu finden, wie du damit umgehen kannst. Es gibt im deutschen Umsatzsteuergesetz einen ziemlich wilden, außergewöhnlichen Paragraphen. Genauer gesagt spreche ich von Paragraph 3 Absatz 11. Da ist die sogenannte Dienstleistungskommission geregelt. Ich hole vielleicht mal ein bisschen aus und erzähle dir, was eigentlich eine Kommission ist. Wenn ich zum Beispiel einen Bierstand habe und so auf Volksfesten aktiv bin, dann kaufe ich mein Bier in der Regel nicht ein. Also ich gehe jetzt nicht zu Krombacher, Bitburger und Becks und wem auch immer und kaufe da Bier ein und schenke das dann aus. Diese Brauereien geben mir das Bier und ich verkaufe es da. Das heißt, sie, ja, leihen es mir. Das ist nicht 100%ig richtig. Ich nehme es quasi in Kommission. Das heißt, ich verkaufe im Namen von anderen auf eigene Rechnung. Das heißt, meine Kunden von meinem Bierzelt oder meinem Bierstand, die wissen gar nicht, dass das gar nicht mein Bier ist, was ich da verkaufe, weil die geben mir auch mir das Geld. Das Bier gehört die ganze Zeit der Brauerei. Hat für mich den großen Vorteil, dass ich alle Fässer, die ich nicht aufgemacht habe auf diesem Volksfest, einfach zurückgeben kann. Es war ja nie mein Bier. Das heißt, ich kaufe nie auf Vorrat auf, ich gehe nie das große Risiko ein, dass ich zu viel bezahle und so weiter. Und dann werde ich daran halt beteiligt. Das ist so ganz klassisch Kommission. Und das Ganze könnte zumindest theoretisch auch bei Fiverr der Fall sein. Das heißt, Fiverr könnte ein Bierzelt, ein Bierstand sein und ich als Freelancer auf Fiverr wäre dann die Brauerei. Also die Brauerei, die eine Dienstleistung liefert und jemand anderes verkauft das, quasi im eigenen Namen, aber auf meine Rechnung. Und vielleicht gucken wir an dieser Stelle mal genau in Paragraph 3 Absatz 11 rein. Da steht nämlich geschrieben, wird ein Unternehmer in die Erbringung einer sonstigen Leistung eingeschaltet und handelt er dabei im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung, gilt diese Leistung als an ihn und von ihm erbracht. Was heißt das? Sonstige Leistung ist die umsatzsteuerrechtliche Bezeichnung für Dienstleistung. Ja, zumindest so im allgemeinen Sprachgebrauch. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen in einen Dienstleistungsprozess so einschaltet wie bei einem Kommissionsgeschäft, dann gilt die Leistung an ihn und von ihm erbracht. Das heißt, es ist sowas wie ein Zwischenhändler. Das würde bedeuten, dass mein Kunde als Freelancer auf dieser Plattform Fiverr ist, auch wenn ich in dem eigentlichen Prozess der Dienstleistung ja nie mit Fiverr zu tun habe. Ja, ich nutze die Infrastruktur von Fiverr, aber in der ganzen Auftragsabwicklung oder die Wünsche von den Kunden, die bekomme ich ja nicht von Fiverr, sondern von dem Endkunden. Aber nach § 3 Absatz 11 könnte es so sein, dass Fiverr trotzdem mein Geschäftspartner ist und Fiverr dann quasi die Dienstleistung bei mir einkauft und anschließend an den Endkunden weiterverkauft. Insgesamt kann man also sagen, dass so ein Kommissionsgeschäft auch im Dienstleistungsbereich ziemlich eindeutig geregelt ist. Aber das große Problem, was Fiverr verursacht, ist, dass Fiverr sich da nicht so richtig festlegen möchte. Wenn man die gesamten Auftritte von Fiverr sieht, die Prozesse anguckt und auch in die allgemeinen Geschäftsbedingungen schaut, dann ist das nicht so eindeutig, dass das ein Kommissionsgeschäft ist. Das heißt, wenn ich als Kunde auf die Webseite von Fiverr gehe und etwas kaufen möchte, beispielsweise ein Logo, dann wirkt Fiverr auf mich ja eher wie eine Plattform. Es sieht ja nicht so aus, als wenn ich das Logo jetzt von Fiverr kaufen würde. Es sieht ziemlich eindeutig so aus, als wenn ich das Logo auf Fiverr von einem Designer kaufen würde. Und
das ist dann halt irgendwie nicht mehr so ganz eindeutig. Auf der anderen Seite versucht Fiverr sich halt auf Teufel komm raus irgendwie zwischen dem Käufer und Verkäufer zu positionieren und versucht so viel Kommunikation wie nur irgendwie möglich zu unterbinden. Das heißt, das Ganze ist überhaupt nicht so eindeutig. Und auch Rechtsanwälte haben sich diese ganze Thematik schon tiefer angeschaut und auch genauer geschaut, wie das eigentlich in den AGB wie formuliert ist. Und die kommen zum Schluss, dass das nicht so richtig eindeutig ist. Eine Quelle verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn dich der ganze rechtliche Part in den AGB mal näher interessiert, schau unten in der Videobeschreibung vorbei und lies dir den Artikel, den ich verlinkt habe, durch. Doch zurück zur Praxisrelevanz. Was machen wir denn jetzt mit dem Problem? Wir wissen jetzt nicht 100%ig genau, welche Vertragsbeziehung ich eigentlich als Dienstleister habe. Das Ganze könnte so sein, und so sieht es ehrlicherweise auch aus, dass Fiverr mein Geschäftspartner ist. Es könnte unter Umständen aber auch sein, dass die Endkunden meine Kunden sind. Und das macht einen großen Unterschied, weil wenn Fiverr für alle meine Transaktionen auf dieser Plattform ein Geschäftspartner ist, dann habe ich immer den gleichen Geschäftspartner. Das ist für die Rechnungsstellung ziemlich einfach. Und mit der Umsatzsteuer habe ich ehrlicherweise auch nichts zu tun, weil Fiverr seinen Sitz in Israel hat. Israel ist ein Land außerhalb der EU. Das heißt, da habe ich dann eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen außerhalb der EU und dann habe ich mit der ganzen Umsatzsteuer nichts zu tun, weil die Umsätze, die ich mit diesem Unternehmen generieren würde, das heißt, alle Umsätze, die ich auf Fiverr generieren würde, die wären in Deutschland nicht steuerbar und dann müsste ich auf die Umsätze keine Umsatzsteuer zahlen. Wenn das Ganze anders wäre, dann hätte ich ganz viele individuelle Geschäftsbeziehungen und zwar mit jedem Kunden einzeln eine und müsste jede einzelne Geschäftsbeziehung einzeln beurteilen und entsprechend eventuell Umsatzsteuer abführen. Die Pragmatischen unter euch sagen jetzt vielleicht, na gut, dann nehme ich halt die einfachere Lösung. Das heißt, ich sage, Fiverr ist für jeden Umsatz mein Kunde. Das heißt, ich muss keine Umsatzsteuer abführen, ich habe kein großes Problem mit der Rechnungsstellung. Problem gelöst. Ja, das ist die pragmatischere Lösung, aber ganz ehrlich, wenn du als deutscher Freelancer eine Betriebsprüfung haben solltest und das Finanzamt auf eine andere Idee kommen sollte und den ganzen Fall einfach anders bewertet, dann haftest du für die Umsatzsteuer. Ich weiß, dass das sehr viel einfacher wäre, das Ganze ist aber noch nicht abschließend von irgendeinem Gericht oder so entschieden worden. Das heißt, da gibt es ein Risiko. Du kannst das in deiner Buchhaltung so handhaben. Ich möchte hier an dieser Stelle dir aber ausdrücklich sagen, dass du dich da in die große Gefahr begibst, dass du später in irgendeiner Betriebsprüfung eventuell vom Finanzamt darauf hingewiesen wirst, dass du jetzt plötzlich doch alle deine Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer besteuern musst. Das kann ich nicht 100%ig ausschließen, weil das Ganze halt nicht eindeutig geregelt ist. Im Endeffekt muss ich dir sagen, du hast als Freelancer auf Fiverr eigentlich drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, du interpretierst diese ganze Geschäftsbeziehung in der Art, dass du sagst, du hast einzelne Geschäftsbeziehungen mit jedem einzelnen Käufer. Und dann musst du, wie auch immer du das anstellst, herausfinden, von wo diese Kunden gerade tätig sind. Das heißt, sind das deutsche Unternehmen, EU-Unternehmen oder Unternehmen, die aus dem Drittland irgendwie tätig sind? Sind es überhaupt Unternehmen? Sind es Privatunternehmen? Und dann musst du all diesen Kunden individuell eine einzelne Rechnung für deine Leistung ausstellen. Da läufst du ehrlicherweise Gefahr, irgendwann von der Plattform Fiverr zu fliegen, weil Fiverr das nicht möchte, dass du diese Informationen von deinen Kunden abfragst. Die zweite Möglichkeit ist, du folgst der Auffassung, dass Fiverr immer dein Kunde ist. Das heißt, du bekommst einfach das Geld von Fiverr, du sagst, na, das ist eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen aus Israel, du zahlst keine Umsatzsteuer. Dann gehst du aber die Gefahr ein, dass du irgendwann eventuell Stress mit dem Finanzamt hast und gehst zumindest das finanzielle Risiko ein, dass du später auf all deine Umsätze, die du auf dieser Plattform generierst, doch nochmal Umsatzsteuer zahlen musst. Und die dritte Möglichkeit ist, dir ist beides ein bisschen zu heiß und sagst einfach, Freelancen ja, aber auf Fiverr ist mir das einfach rechtlich zu unsicher und vermeidest diese Plattform. Ich weiß, dieses Video und diese ganze Thematik ist nicht wirklich zufriedenstellend. Ich habe schließlich keine wirklich gute Lösung. Allerdings wollte ich dieses Video einmal nutzen, um dich auf diese Risiken, die du mit Fiverr eingehst, hinweisen. Die gute Nachricht ist, wenn du als Kunde bei dieser Plattform einkaufst, oder bei Dienstleistern auf dieser Plattform einkaufst, dann hast du dieses ganze Risiko nämlich nicht. Weil dann bekommst du am Ende eine Rechnung von Fiverr, da ist keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Und für dich als Kunde kannst du die Kosten, die du auf Fiverr hast, die kannst du absetzen, aber du hast sowieso keinen Vorsteuerabzug. Weil die Rechnungen, die Fiverr dir als Kunde ausstellt, die reichen halt nicht für einen Vorsteuerabzug. Da ist meistens keine Umsatzsteuer ausgewiesen und selbst wenn Umsatzsteuer ausgewiesen sein sollte, dann erfüllt diese Rechnung aber nicht allen Anforderungen einer deutschen Rechnung. Also sie entspricht nicht § 14 Umsatzsteuergesetz. Das heißt, aus Fiverr-Rechnung darfst du sowieso keine Vorsteuer geltend machen. Und ehrlicherweise ist es dann auch fast irrelevant, mit wem du da jetzt eine Geschäftsbeziehung hattest. Du kannst die Kosten als Betriebsausgabe absetzen, ja. Die Umsatzsteuer aus diesen Rechnungen kannst du sowieso nicht geltend machen. Und von daher hast du zumindest kein Rechtsrisiko, wenn du als Kunde auf dieser Plattform aktiv bist.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ja irgendwie weiterhelfen oder zumindest Licht ins Dunkel bringen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib deine Frage gerne unten in die Kommentare und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du Freiberufler oder Selbstständiger in Deutschland bist, dann schau dir unbedingt einmal an, wie wir dir weiterhelfen können. Wir sind spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und haben eine ganze Reihe an interessanten Angeboten, die du dir unbedingt einmal anschauen solltest. Alle Informationen dazu verlinke ich dir einfach einmal hier oder schau erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.